Ich will so nachtragen. Was? Ja, so nachtragen. Wieso nur so nachtragend? Du sammelst noch mehr Seensand ein. Naja, generell, ich verändere hier die Umgebung einfach. Oh no! Ich hab die Katze gehört. Ich auch. Ich hab sie auch gehört. Hilfe! Ich will keine Hund. Ich will keine Katze, die schießt. Hallo Pigman, was möchtest du? Okay. Halt die Schnauze, Gas! Ja, du sollst die Schnauze halten. Aber das hört sich nicht so an wie eine Katze, oder? Nee, ich glaube, die wurde irgendwie mit dem Sound her noch ein bisschen verschrobelt. Das könnte sein. Alter. Ich muss dir eine negative Nachricht geben. Oh. Zwecks Pixelmon. Was? Pixelmon. Okay. Der Pixelmon, weißt du doch, was das ist, oder nicht? Ja. Die kann man nicht mehr runterladen, das haben sie komplett aus dem Server gelöscht. Oh. Leider. Ich frag mich echt, wo ich mir eigentlich hingrabe. Okay. Ich glaube einfach. Hier ist ein Gang. Ah, das, deshalb. Oh, ich will mal wissen, wo mir der Gang hinführt. Okay. Ich bring erstmal die Fackel wieder ab. Wenn du nix. Also, wir können beispielsweise den Cobblestone hier in der Hölle lassen. Okay. Du wolltest ein 40 Abonnenten-Special machen. Ja, aber die Technik spackt rum. Also beispielsweise, ich habe probiert, wenn ich mit Paint jetzt was versuche, also zum Beispiel Abo-Special aufzunehmen, nämlich, dann, ja, sagte Paint auf einmal, ja, du kannst keine Layer machen während der Aufnahme. Ich spack irgendwie total rum. Du kannst keine Layer verschieben. Okay. Ja, beim letzten Abo-Special, da wo ich gemacht habe, für 30, da konnte ich das einfach frei noch machen. Ich habe noch gar kein Special gemacht. Oh. Doch, einen einzigen Special habe ich mal gemacht, mein 100. Video-Special. Oh, ich habe ja nur 400 noch was Videos. Ja, ich bin gerade bei 300 noch was. Hast du vielleicht für mich Let's Plays Ideen, weil zwei Spiele gehen mir langsam zum Ende zu. Also Pokémon Feuerrot ist fast zu Ende und Zelda Four Swords Adventures ist fast zu Ende. Ich überleg jetzt mal kurz. Donkey Kong Country habe ich auch schon beendet, dafür habe ich jetzt was anderes gefunden mit Spooky House of Jumpscares. Ah, Spooky! Kenn ich ja. Ja, das hat jetzt einen neuen Namen. Das heißt jetzt irgendwie Spooky's Jumpscare Mansion. Das hat den Namen haben sie geändert. Okay. Ja, ich habe mir dazu die Erweiterung dazu gekauft. Oh. Und die Musik dazu. Also ich finde es einfach. Ich habe ja Spooky von. Wie heißt der Typ nochmal? Corrupted? Ja, da habe ich Spooky geschaut, nämlich. Und ja. Von ihnen habe ich das Spiel kennengelernt, wenn ich das ehrlich sagen will. Oh! Also wenn es so um Horror-Dinge geht, ist das mein Mann. Finde ich hoch.
Also wie die anderen. Nein, nicht schon wieder. Nein. Oh, bist du deinem Freund begegnet? Ja, die Lava. Ich hatte eher einen Antikatzengeist. Antikatzengeist. Ich weiß nicht viel. Aber ich mache immer eine Anspielung auf die Katze wahrscheinlich. Hör auf, du Schweinemann. Ich habe jetzt eine Methode gefunden, um den Server schneller zu machen. Aber ich mache das erstmal momentan nicht, bis ich meinen neuen PC aufgebaut habe. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht angefangen, den aufzubauen. Okay, und ich grab mir hier einfach durch den Netherstein, um einfach so noch ein größeres Gebiet des Chaos zu machen. Weil ich muss mir erst ein neues Handy kaufen, dann halt mit dem Plan mir neue. Sivo, ich hab grad verstanden, du willst dir einen neuen Teddy holen. Ich hab da hier zwei. Ich hab ein Yoshi und meinen Papa Schlumpf. Aber ich meine ja mit. Ich hab ja so verstanden, Teddy wie Teddy Bear. Die. Ein Handy. Ah. Ein neues Telefon muss ich mir besorgen und dann habe ich erst danach geplant, mir einen neuen 3DS zu holen. Ey, soll ich dir sagen, was das Lustige war? Bei mir? Was denn? Ich habe ja auch einen neuen 3DS, aber das Lustige ist, tja, welche dachten sich, ich sag hier, kein Status von dem Bekanntheitsgrad, dachten sich, ja, weil der eine DS kaputt ist, so, nur von dem Schiebepad, soll gleich ein neuer geholt werden, obwohl ich wirklich die neueren drei andere DS habe, die funktionieren. Okay, auch den neuen, da wo du Amiibos drin machen kannst, oder noch den alten? Den Neo 3DS, nämlich. Also der... Ja, wo du die Amiibos-Figuren draufstellen kannst. Naja, ich habe bis jetzt mir wirklich noch keine Amiibo geholt, weil ich bin das ja krass sind. Ich hatte meine komplette Collection von Yoshi Amiibos. Ich hatte zwar noch nicht ganz komplett, aber ich hatte ganz viele gehabt. Oh. Ich wollte alle Farben holen von Yoshis, die es gibt, von Yoshis Woolly World. Also die wollige Welt habe ich auch schon als Let's Play gesehen von jemandem. Ich habe das mal gespielt, aber ich habe meine Wii U leider nicht mehr und mein 3DS nicht mehr. Ja, ich bin schon wieder an neue Stelle. Und gucken erstmal, was hier gibt's. Ich habe mich hier durchgegraben und hier habe ich eine neue Ebene gefunden. Okay. Und. Oh, Pigman, halt einfach die Schnauze. Warte mal, Da ist Glowstone. Der ist alleine. Hier ist Glowstone, aber darunter ist es gefährlich. Das will ich nicht tun. Nur als Tipp. Was? Das will ich nicht tun, nur als Tipp. Ein Zombie-Pigman töten? Ja, da kann es doch passieren, dass die anderen Zombie-Pigmen dir hinterherrennen und dich angreifen. Hier war nur einer. Hast du Glück gehabt. Deshalb habe ich hier den extra erwähnt. Ich weiß die Gefahr. Ich habe ja bei einem Let's Play von Kong in Minecraft, da wo er in der Hölle aus Versehen einen Zombie-Pigman angegriffen hat. Ja, das kann ich verstehen. Ich mach wieder was Gefährliches. Und was? Mich zubauen, dass ich an den Glowstone rankomme, weil da unten ist geht sehr tief runter. Zwar kein Lava, aber es ist sehr tief. Oh. Reicht es? Nee, noch ein bisschen. Oh, hier ist so eine Art Erz von Nelva. Cool. Quarz. Ist das? Glaube ich mir gerade mal. Das Weiße meinst du? Ja. Ist Quarz. Bling, bling, bling. Oh. Du willst mich aber nun wieder nicht bauen. Ich habe mich gestern oder vorgestern mit meiner Let's Play-Gruppe unterhalten. Wegen den Taglog-Challenge. Okay.
Das beginnt in zwischen Juli, August oder Juni, Juli. Ah. Ja. Ich mach den Anfang. Okay. Ja. Und da ich wieder das, da ich jetzt nicht aufnehmen kann, DS, das habe ich jetzt ausprobiert, das kann ich jetzt eigentlich mal machen. Werde ich den Anfang starten. Ja, und ich habe schon wieder einen Pikmin gehört. Katz. Wäre die Liste nicht voll gewesen, hättest du mitmachen können. Wenn ich mitmachen will. Na, willst du? Ich persönlich, naja, jetzt ich weiß sowieso nicht, wie ich den Spielstand der anderen dann machen könnte. Sowieso. Ohne eine 9 anzufangen. Das allein schon ist das Hauptproblem bei mir. Nämlich. Und ja. Sonst weiß ich nicht, ob ich den Kuh machen würde oder keine Ahnung. Pizza. Sammel Pizza ein. Ich sehe gerade ein. Aber ich muss jetzt mal da hinkommen. Weil da ist, dazwischen ist eine Schlucht, um darüber zu kommen. Eine Lavaschlucht? Nein, eine normale. Aber ist trotzdem tief. Hä, wo ist der Pilz hin? Sag, wo ist der Pilz ist jetzt. Nee, da ist der Pilz. Ist aber diesmal ein anderer Pilz. Nicht der rote, sondern der graue. Es gibt doch zwei verschiedene Pilze. Also in der Höhle kenne ich nur. Nein! Was willst du denn, Kleiner? Hier ist gerade ein Zombie-Pigman Kleiner gespawnt und hat mich angegriffen. Haben Sie gerade den Chat gelesen? Ja, ja. Jemand versucht, den Lava zu schwimmen. Ja. Und rate mal, wo die ganzen Sachen hin sind. In der Lava? Ja. Klasse! Weil, ja, alles weg. Mal wieder. Mal wieder, ja. Kennst mich doch. Ich liebe die Gefahr. Oder die Lava. Ja. Ich hab's auf allgemein bezogen. Okay, jetzt hab ich anscheinend drum, jetzt bin ich schon drin, mal teleportiert worden. Wo drin teleportiert worden? Bist du auch gestorben, oder was? Nein. Du bist ja gestorben, deshalb wollte ich ja dir Sachen kaufen. Bin durch den Teleporter und bin dann ungefähr dreimal zurückgezielt. Ja, das war ja selber langsam läuft, daran liegt's. Ja, die Nether-Sachen habe ich erstmal in die Kiste da wo. Hilfe, Zombie-Plage! Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung oder so. Du bist jetzt irgendwo im Nirgendwo? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Da ist unser Haus, da muss ich hin. Und ich habe mitten bei ein Ei aufgesammelt. Okay, cool. Und da ist ein Skillhead auch dabei. Weil ich habe ja keine Rüstung mehr. Moment, ich mach dir ein paar Dia-Sachen. Wenn ich noch lebend da ankomme, heißt es. Sicherheitshalber mache ich dir da schon mal, okay? Und Essen bitte. Ich hab auch Essen mehr. Wenn's geht. Ich hab gerade ein Feuerturm. Ja, der ist in der Nähe. Der ist mir gerade in der Nähe. Ein Pfeil im Fuß und im Arm. Das kann mal passieren. Moment, ich geb dir circa die Hälfte meines Fußes ab. Sogar ein bisschen mehr. Du noch ein Block zerstören. Okay. Was fehlt dir noch? Eine Hose. So. Haben wir schon so viele Dias, ja? Wir haben immer noch genug Diablöcke. Also, ich kann mich ja erinnern, wo Starlinger unseren Server gehackt hat und gesteatet hat. Ja, und 52 Dia-Blöcke.
Daran kann ich mich noch erinnern. Ein 64er Diablo. Ja. Ach ja, da hätte ich ja Sachen neulich vergessen. Schaufel, Waffe. Ich habe ein neues Thema anzusprechen. Oh. Was würdest du dir wünschen, auch bei Pokémon Mond und Sonne? Was ich wünschen würde, ist auf jeden Fall, damit die Namen nicht zum Beispiel ganz so kacke sind. Beispielsweise, wo hoffen wir, ist für mich echt ein Zungenbrecher. Ich hab alle Dias. Ach so, bist du gerade dabei, irgendwie eine neue Spitzhacke zu craften und eine Schaufel, ja? Ja. Und ein Schwert, bitte. Ist schon in Arbeit. Okay, ich warte. Mist. Aber die neue Region ist nicht mehr in Japan, das habe ich gehört. Die soll Hawaii sein. Ja. Ist ja komplett außerhalb von Kurs. Tja, das wurde sowieso vermutet. Ich kenne jemanden, der heißt You of Time. Und der hat den schon mal... Den kenne ich auch, den habe ich selbst abonniert. Ja... Und alles wirkt danach, ich habe schon Trailer gesehen, alles wirkt echt danach, damit, ja, eben Hawaii ist. Und auch das Trailer, besser gesagt, die Umgebung des Spiels, was man im Trailer sehen kann, sieht alles so tropisch mäßig, Hawaii-mäßig aus. Findest du das gut oder sollte es lieber eher wieder in den japanischen Bereich sein? Von den japanischen Regionen, sag ich jetzt mal so. Mir ist es eigentlich egal, Hauptsache die Region wird auch, wie schon gesagt worden, von den Let's Playern nicht zu leicht wird. Weil dank den, ich sag jetzt mal so, dank dem EP-Teiler konnte ich ja manchmal echt durchlaufen. Fackeln habe ich vergessen. Fackeln. Moment, ich... Mach mal noch ein bisschen mehr Brot für dich. Okay. Naja, eigentlich sammle ich das für den Futter ein. Und unser Haushuhn, ja, die müssen echt noch Schuppen haben. Ach ja, jetzt weiß ich, was wir mit den Cobblestone machen können. So eine Art Tiergehege machen. Oder Tier, was weiß ich, haben. Okay. Ja, und die Kartoffeln pflanze ich mal um, die schon reif sind. Und hast du die jetzt schon auserwählt, welchen Starter du nehmen würdest? Ja, ich nehme die Drohnenkatze, Flammiau. Flammiau. Ich bin interessiert, was die Entwicklung später wird. Weil von den... Also was mich... Ich frage mich am meisten, könnte es vielleicht ein Feuerunicht sein? Und ich möchte so gern damit, wie dein Feuerunicht-Typ ist. Achso, wenn es weiterentwickelt wird, es Feuerunicht? Ich weiß nicht. Meine Vermutung. Ich hoffe es mal. Ansonsten war bis jetzt nur Hundus da. Naja, Also mir war es runtergefallen. Mist. Das Pflanzen-Pokémon hat ja von zwei Werte. Pflanze und Flug. Ja, das ist nur Pflanzeneule. Eine Pflanzeneule. Also und die hat einen neuen Move. Ich glaube Laubflügel heißt... Eben, irgendwie der Attack oder so, keine Ahnung. Ja, eine Robbe ist da, eine Katze und... Also ich war schon auf Pakowiki und hab nachgeschaut und dann... Und die Robbe, die liebt es anscheinend Kunststücke zu machen. Okay. Stehen bleiben? Haben sie wieder was Neues haben sie was Neues gemacht außer den Cosplay in der 6. Generation? Also bis jetzt einfach so von der Katze zu sehen, einfach so, wenn die ja Feuer spuckt, kriegt hat sie Haare dann auf den Rücken gekriegt, um es zu nennen. Okay. Ja, so, warte mal, laut dem, was ich gelesen habe, einfach so von den Verhalten des Pokémon, einfach so nutzt es die Haare, die es ja beim Schlecken, die es Katzen eben machen, beim Schlecken eben... Ja, nimmt es die Haare auf und verbrennt es sie im Körper und somit erzeugt es Feuer. Okay. Um das jetzt so mal kurz zu nennen aus dem Gedächtnis. Weißt du, was ich mit meinem Wii-Controller gemacht habe? Was hast du damit gemacht? Ich habe das mit meinem Laptop verbunden.
kann ich damit über Laptop spielen. Oh. Aber du, ich kann zwar die Bewegung zwar machen, aber das mit dem Mauszeiger, was du ja kennst, das funktioniert leider nicht. Da müsste ich mir dazu den drahtlosen Teil dazu holen. Den Sensor. Es gibt da zwei verschiedene Sensoren, der mit Kabel und der ohne Kabel. Und ich brauchte den Film ohne Kabel halt. Ah. Ansonsten funktioniert der einwandfrei. Ich habe es mal mit meinem Emulator getestet. Okay. Ja. Und dann bin ich in die Kiste da oben gewesen noch gerade. Du wolltest mir Fackeln machen. Ja, mach ich ja. Ich wackel Vater die ganze Zeit. Darf ich doch mal... Oh Gott, ich hab dir so viele Fackeln gegeben gehabt. Ja, die habe ich ja alle verloren, leider. So. Dann werde ich noch mal schauen, was ich noch alles mache. Danke für die Sticks. Huh? Danke für die Sticks. Habe ich die aus Versehen Sticks gegeben? Die habe ich hier gerade eingesammelt, wo ich gerade aus der Tür rausgejagt bin. Kannst du sie mir dann geben oder in der Kiste packen? Die habe ich in die Kiste gepackt. Cool, danke. Du wolltest mir noch Ideen geben. Ich überlege hier, aber irgendwie... Mir fällt einfach gerade nichts ein, das ist ja das Problem. Ja, an den Naslock traue ich mich noch nicht so ran, weil ich bin da noch nicht so ein Pokémon-Profi wie du. Also ich würde sagen, bei Rubin solltest du den Naslock vergessen, weil ich hatte so viele Probleme. Das ist immer schön gewesen. Ist das? Hast du komplett verloren oder was? Nee, nur drei Pokémon und die waren echt stark. Eigentlich. Okay. Ja, kurz gesagt, so viele Probleme damit. Ja, ich einfach so jetzt sozusagen alles nachtrainieren muss. Ich hab's nur überlegt bei Pokémon Kristall, weil das ist das Einzige, was ich mal so viel gesuchtet habe, dass ich das Spiel schon in- und auswendig kenne. Da habe ich nur Interesse dran. Da könntest du den machen, aber wirklich. Bei Ben und Svenja, glaube ich, hießen die beiden. Also die beiden Arena-Leiter. Der Psycho. Also die Psycho-Arena-Leiter. Die haben... Ach, die Zwillinge. Ja, die haben mich so... Haben mich dann zum Schluss richtig auseinandergenommen. Beispielsweise, die haben einen Knilz getötet. Oh. Ja, Lunaschein und Sonfi, beide auf Knilz. Ich frage mich, warum dass sie eine siebte Generation rausbringen, wenn in der sechsten Generation ein Pokémon komplett unbekannt ist, zu finden gibt. Tja. Ich weiß nur, dass es von Typ Wasser und Feuer ist. Ach, das ist Vulkanion, was du meinst. Ja, das ist komplett unbekannt. Selbst Bisa-Fans weiß es nicht, wo das ist, wo das zu finden gibt. Solche Pokémon werden, glaube ich, nur noch durch Event einfach so bekommt man die. Also nur durch so Wi-Fi-mäßig. Das ist aber nicht bestätigt von. Aber jetzt gibt es offiziell, davon wird es doch einen Film geben. Werde ich mir definitiv anschauen, also wie nach den Hufa-Film gibt es diesen. Und weißt du damals, was Lustige ist von den Pokémon-Filmen, die ich haben möchte? Ich kenne alle. Soll ich dir sagen? Kannst du ruhig. Ich versuche mir schon, ich habe versucht, den Hufa-Film zu kriegen, was passiert, irgendwie kommt er nie an. Also hast du die Schuhe gesagt schon bestellt, aber der ist noch nicht da. Also, ich habe einfach so, mein Vater gesagt einfach so, der soll nämlich schauen, ob es den Film gibt und so. Also, ich frage ihn ja auch mal, ob er mir das bestellen kann. Nämlich und ja, irgendwie findet er persönlich das nicht. Und somit warte ich schon, bevor das rauskommt. Einfach so generell auf den Film, also rausgekommen ist.
Das Witzige ist, auf dem Film. Und ich habe hier einen Zombie im Wasser und will mit Cobblestone was im Wasser bauen. Nur der Zombie stört. Wieso fragen Sie mich nicht? Ich bekomme die ganzen Filme kostenlos. Also ich will den ja in meinen Sammlung aufnehmen, also nicht digital. Ich kann es hier auch brennen, das ist kein Problem, aber du willst ja das Originale haben. Ja. Hallo Creeper. Zombie, halt die Schnauze und stirb endlich. Oh, ein Blitz ist in was eingeschlagen. Ich schlag den nur mit Cobblestone gerade. Endlich. Ich wundere mich, warum dass die Mobs komischerweise nichts mehr droppen. Ich habe aber was gekriegt gehabt von den Zombie-Pigmen. Ne, ich habe jetzt gerade einen Creeper gekillt, der hat jetzt gerade mir eine Schäden. Oh. Ja, ich könnte hier ungefähr was Hässliches hinmachen. Was hässlich ist? Ja. Was mit Cobblestone? Und, hast du schon mal Mario Maker gespielt? Ich hab's mir nicht mal geholt. Wieso nicht? Ich habe nie was mit Mario zu tun gehabt. In der Mario Maker kannst du deine Kreativität rauslassen. Klasse, und ich habe nichts mit Mario zu tun und für mich, ich weiß auch nicht. Der Mario Maker ist irgendwie total uninteressant, weil es hat mit Mario zu tun und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, sie reizt mich irgendwie nicht. Also ich find's witzig, da kannst du dir eine eigene Level. Ja, ich weiß, ich habe mir ja schon von anderen hoch angesehen. Ich hab's selbst mal gespielt. Ah. Aber nicht mit die neueste Version. Ah. Wo es ja mit die ganzen Checkpoints gibt und das andere Zeugs und so. Das war eher in der Anfangszeit, kann man sagen. Ah. Und ich versinke hier die ganze Zeit im Wasser und tauche wieder auf, um Cobblestone zu vernichten. Und somit war nicht mal nicht für Bauen. Gib dem Tipp, wenn du einen Fluss findest, kannst du Ton finden. Ah. Ich hab ja Ton gekriegt. Ich hab aber da wohl Stalingrad-Pfoten dabei gehabt. Weil plötzlich hatte ich Ton dann. Okay. Oder was in den Feldern, wo der Creeper im Wasser einfach so die Insel weggesprengt hat. Ich glaube, das war es dann eher, glaube ich. Entweder Starlink oder der Creeper hat mir das gegeben gehabt. Okay. Ich hab dich nur du kannst dich noch erinnern, wo ich dich gefragt habe, wegen den Hunderasse, was du am liebsten magst? Ja. Weil ich hab mir eine Mod runtergeladen, dass du alle Hunderassen im Minecraft hast. Wie heißt die Mod? Doggy-Style-Mod. Kenn ich sogar schon. Hab mir einfach sein Video, ich hab auch von diesem Phoenix Typen angeschaut. Ja. Durch ihn habe ich das auch mal runtergeladen. Oh. Habe ich aber wieder runtergelöscht, weil ein Skyblock war es ziemlich blöd. Ah. Ja, weil ich unbedingt eine Kuh brauche, aber weil die Hunde viel zu schnell spawnen, kriege ich ja die ganzen anderen so schwer. Ja, deswegen habe ich die wieder runtergelöscht. Dann hatte ich die Super Mario Mod gehabt, die habe ich auch runtergelöscht, weil die ganze Zeit die Sprünge genervt haben. Wenn du springst, hörst du ja den Mario-Ton. Ah. Und das geht nach einer Weile für ziemlich auf die Nerven. Außer für richtige Mario-Sucht-Fans, was auch immer. Naja. Ich sag ja nur, weil ich habe echt nichts mit Mario zu tun, obwohl ich Nintendo zocke. Ich habe auch nicht viel mit Mario zu tun. Ich zocke zwar Mario ab und zu, aber so viel habe ich mit Mario auch nicht zu tun. Ah.
Ich habe das Einzige, was ich mit Mario zu tun ist, ist vielleicht in den Smash teilen.